Hit the Gucci store and make you mad, mad. Hopped up out the rape and tryna bribe, bribe. Suicide, doing suicide, yeah. I'm just doing me, so are you mad, mad? Das gerade die Army bei Subway und wir wollen gerade Kleinigkeit fooden. Zwar ist es so, ich wollte gerade wieder auf die Nordschleife fahren oder heute das erste Mal auf die Nordschleife fahren. Heute Morgen schon gesperrt, weil sich da eine Corvette abgeschossen hat. Die war relativ lange zu, eine gute Stunde. Die hat die Leitplanken ganz schön verformt. Ja. Und da waren wir in der Nähe auf jeden Fall von der Zufahrt. Dann wollten wir rauffahren, weil sie gerade aufgemacht worden ist. Und keine 9 Minuten, der Typ, mit dem ich gesprochen habe, meinte, 9 Minuten später war die wieder zu, der Ring. Also war die Zufahrt wieder gesperrt. Das bedeutet, da hat wieder irgendwie leider einer Pech gehabt und die Leitplanken auch wieder kaschiert oder irgendwas anderes passiert. Das ist auf jeden Fall immer heftig zu sehen. In der Gelegenheit haben wir gedacht, wir holen uns mal was zu essen, weil wir Hunger haben. Wetter nach wie vor bombastisch. Und dann geht es für mich gleich auf die Grand Prix-Strecke. So, wir sind jetzt an der Grand Prix-Strecke und die Ami hat uns was zu essen organisiert. Ich einen nicen Salat, weil ich irgendwie gerade was Gesundes brauche. Und nach dem Essen fahre ich dann selber auch eine Runde. Eine Windschutzscheibe geklatscht. Das hat so geknallt. Ja, richtig geil. Heftig. Und mit den ganzen Mitschwimmen mit den Jungs. Also gut, nicht mit allen, ne? Aber mit den Leistungsstarken und so war ich schon gut dabei. Auf dem Ring war ich, also auf der Schleife war ich jetzt noch nicht unterwegs, aber Grand Prix-Strecke kann man halt mal richtig ein bisschen so die Sau rauslassen. Ne?
Ja. Das ist halt, wie du auch sagst, eine, eher eine Landstraße. Also hab gerade mit Ami nochmal drüber geredet, wo ich auch dachte, so, also, da bin ich auch nicht viel so brutal gefahren, sag ich mal, wie eben auf der Grand Prix, weil man einfach viel mehr Sicherheit hat. Ja, das stimmt. Ja, das die Grand Prix-Strecke ja, ist auch leichter zu merken, gell? Vor allem von den Führungen her. Das ist recht relativ schnell im Kopf drin. Aber das Ding musst du wirklich lang genug fahren. Ich hab die App. Wo ist sie denn? Also ich hab Karten noch auf der Runde auf der App noch. Das geht auch, oder? Ja. Also ein bisschen kompliziert, wenn man filmen will mit dem Handy. Dann muss man immer noch mal von links nach rechts wechseln. Ach so. Da finde ich mit der Karte ist eigentlich die Handhabung recht. Ja. Aber ich habe noch ein bisschen, ein paar Runden habe ich, eine habe ich noch drauf. Aha. Das kann man dann direkt da drauf spulen oder genau, ja. Kaufen. War das nicht der Wer? Oh ja, der ist auf, der ist gefährlich. Das ist ein Idiot. Der vor uns. Ja. Du darfst den erstmal ein bisschen vorausfahren, den Idioten. Aber wo fährt denn der? Der ist eine Seeschlecht. Ich weiß es nicht. Aber musst du eigentlich sicher einordnen. Ne? Oder ist der hier voll gestanden? Ja, der ist da, wo der BMW ist, aber geradeaus durchgefahren. Ja, ach so. Und dann wieder schön mit Gas links übertragen lassen zum Schild drüber, auf die 3 hin. Hier anbremsen und spät wieder Gas geben, nicht zu früh. Das war schon zu früh. Viel, okay. Next, du fliegst mich jetzt hier drüben ab. Hier drüber, ja. Ja, genau. Viel später wieder Gas geben. Okay. Der ist fast rübergeschwebt, ja. Der 190er. Den habe ich auch gestern aber im Gründchen gesehen, der fährt echt hart rein. Ja, ja. Deswegen heißt der Flugplatz hier, weil das Auto wirklich dann hier am Fliegen ist, schon fast hier an der Stelle. Ja, ist noch, ja. Ja, jetzt, im Rubbel, ne? Ja, aber dafür klappt das alles weg. So, jetzt. Außenbleiben links, noch nicht einlenken, außenbleiben noch und jetzt spät einlenken und den Scheitelpunkt ungefähr ab hier erst wieder suchen und dann wieder ab hier wieder mit Gas raus. Jawohl. Den liegen lassen? Ja, geradeaus hin, wenn es frei ist, also geradeaus rüber und dann ganz nah an den Körb hinten rein, genau, und ab hier wieder kurz Gas, kurz zum Gas nochmal runter und den Körb hier suchen und dann wieder Gas raus. Du kannst sogar auf den Körb rauffahren, wenn es Ja. Löst. Man kennt dann so die Ecken schon so. Ja. Oder auch da, wo viele Leute stehen. Weiß man auch. da geht gerne was. Das stimmt, ja. Was jetzt? So, jetzt kannst du außen vorbeifahren, genau. Bleibst du so, genau. Und ab jetzt gleich, jetzt kannst du wieder Gas geben. Genau. Das ist Schmied hinter uns. Ach, was, ist jetzt doch ja, da? Ja. Ach, das ist der Hunde. Ja. Bitte, jetzt nochmal tun blockieren. Aber ich weiß nicht, ob er selber fährt. Aber den habe ich eben gesehen. Jetzt coach mich, dass ich dran bin. Ja, ja, ich auf jeden Fall dran. Auf jeden Fall. Wo ist er denn überhaupt? Der vor uns. Der aber vor allem Ford Focus. Ach, der fährt Focus? Ja, ja. Ich dachte, der fährt Ford. Dingste hier. Ja, der traut sich im GT nicht drauf. Ja, das stimmt. Und ich war immer auf dem Ford GT. Aber siehst du, der kennt die Strecke auch nicht. Das war der? Ja, ja. Ja, jetzt wartet er mal schon. Das ist aber der Just, der auf uns wartet. Soll ich fahren jetzt vorher? Ja, ich weiß nicht, ob der auf uns runterfährt. Ja. Jetzt links dann vorbei, genau. So ist es. Und jetzt kannst du da links ausholen, nach links rüber. Und dann gucken. Ja. Und jetzt wieder voll drauf. Ach, nach Kupplung bei dem. Ja, finde ich auch. Ich glaube, dass der ein Problem hat. Ja. Ja. Oh, ja. Oh. Der, du musst aufpassen, du, nicht, dass der auf einmal vor uns liegt. Ja. Und der merkt es noch nicht mal, gell? Jetzt hier auch letztes Jahr einen 3 abgeschossen, weil er zu früh Gas gegeben hat. Er hat es wahrscheinlich direkt rausgedreht. Und sich selber gedreht. Ja, ja. Ein bisschen zu früh aufs Gas, wenn die Lenkung noch ein bisschen quer ist. Ja. Jetzt bist du schon weg. Kannst du schon. Oh, das ist die Nehmer.
unfassbar laut, die Dinger. Ami, alles gut bei dir? Ja. Das ist schön. Jetzt lang außen bleiben, dann wieder nach innen ziehen hier an den Körper. Ziemlich spät wieder suchen, genau. Ja. Jetzt wieder schön zum nächsten Körper anpeilen, nach links wieder rüber. Nach links ausholen auch, links bleiben. Und jetzt wieder spät einlenken, zu dem späteren Scheitelpunkt hier drüben. Hier, ne? Genau, dann wieder kurz vom Gas runter. Wieder späten Scheitelpunkt suchen, ungefähr wo der Curb sind hier. Ja. Und dann wieder ab spät suchen, ab hier wieder. Und dann wieder durch, ja. Voll durch. Ja. Dann bleibst du lange links außen, bremst jetzt kurz durch an und wieder ganz nah ran. Und jetzt musst du blind aufmachen, die Lenkung, wenn keiner da ist. Ja. Genau, bis hier rüber. Perfekt. Und jetzt kannst du gleich innen ein bisschen bleiben. Ganz lang links und ungefähr ab hier der Ende. Jetzt lenkst du rechts rüber, in die, wo du nicht siehst. Und jetzt machst du jetzt die Lenkung auf links rüber. Siehst du, das siehst du vorher nicht. Und jetzt wieder nicht zu nah an den Körper rankommen, ja. Und einfach übertragen lassen. Genau. Genau wie er und dann schön. Oh, das ist ein schweres Drumgabel. Ich habe ja. Richtig Leistung, die Dinger. Ja, ja, klar. Ja, 550 oder so. Ja, ja, sowas. Also Kompressor. Aber 75, richtig gut. Aber da siehst du halt richtig, wie das Ding. Ja. Genau, wie er ganz lang außen bleiben, ganz lang außen bleiben. Jetzt spät einlenken zum Körper hin und ab hier sofort wieder Gas und raus. Also wirklich Richtung links wieder rübertragen. Und lange außen bleiben und wenn der Körb hier kommt, jetzt lenkst du zum Körb hin, ab hier wieder Gas geben und dann lässt dich wieder zack rübertragen und das war schon die letzte Kurve. Wahnsinn, das ist so viel Spaß. Ja, hier haben wir ja das erste Mal uns geraced, ne? Das weiß ich genau. War das hier? Ja, das war genau das Stück. Ah, ja, okay. Ich auch fahren rein und ich auch mal gucken, was passiert. Ja. Und dann haben wir uns da an der Boot da krass das Ding. Das ist ein Track. Ah, okay, kein Wunder. Willst du eine Runde fahren oder wollt ihr runter von der Strecke? Ich würde eigentlich noch, ich muss nur eine kaufen. Ich jetzt ah, okay, ja, dann musst du so runter. Genau. Geht aber eigentlich relativ schnell mit der App. Aber das kannst du da auch in dem Laden dort machen wahrscheinlich, oder musst du mit aufladen. Also mit der App geht auch, aber eigentlich finde ich diese Handhabung leichter, wenn man dann das mit der Karte einfach ran. Ja, ja. Alles klar. Hey. Hallo. So, wir sind jetzt hier ein Stück hinter Adenau. Wir wollen was essen. Und ich würde euch einmal so einen kleinen Eindruck geben, wie das Ganze hier so aussieht. Und zwar, das ist einfach nur krank für die Leute, die noch nicht hier gewesen sind. Man muss sich das im Prinzip vorstellen wie ein GTA, wo nur getunte Autos rumfahren in deinem Bezirk. Also das heißt, alles, was du hier in deiner näheren Umgebung hast, ist nur, oder man fängt ja vor, nur sowas. Alles. Es gibt hier eigentlich kein normales Auto, es gibt hier nur getunte Dinger. Das ist so krass, das ist so geil. Das ist jetzt ein Außenseiter, das ist wieder ein normaler. Und das ist halt so, so wahnsinnig, was hier rumfährt. Oh, er freut sich jetzt, dass er nicht hier ist. Das ist richtig geil. Wir gehen jetzt hier zu Pinocchios. Haben wir gerade bei TripAdvisor so geguckt, dass der ganz geil aussieht mit der Pizza. Und hier wollen wir jetzt das essen. Und wir spielen noch mal ein bisschen hier rum, weil das ist echt brutal geil hier. Die Pizza wird gar nicht mehr auf. Hey, hey. Ich will mal, dass ihr einen kleinen Eindruck kriegt, was hier sonst noch so an Autos herumstehen und wie verrückt das hier so in etwa aussieht. Also hier haben wir einen, was ist das? Golf Air Design, R32, M3, 2er M, R7, ich, 325er, Porsche, ich glaube ein GT irgendwas, dicke Heckflügel. Porsche, Audi TTRS, Porsche GT3, da hinten nochmal ein BMW M und noch ein M da hinten. Ist halt so krass, hier fährt eigentlich nichts Normales rum. Eigentlich geht fast alles in Richtung Sport oder ist dementsprechend schon gemacht. Das ist echt heftig und das ist ja überall so.